Am Freitagabend zogen starke Regenmengen und Gewitter über Ostfriesland. Mehrere Straßen und Häuser standen unter Wasser. Mit Sandsäcken und Pumpen versuchten Feuerwehr und Anwohner, die Wassermassen zu kontrollieren. Die Lage ist, da im Haus ist Katastrophe, war es alles unter Wasser, jedes Zimmer. Ich kam gerade wieder, dann bin ich nach oben gegangen und dann konntest du den Rasen noch erkennen und das ging binnen Sekunden, ein paar Minuten, da war Land unter. Ne? Es kam über anderthalb, zwei Stunden Dauerregen runter. Das hatten wir vor 3 Jahren hier schon einmal, deswegen hat mein Mann sich eine Taufpumpe gekauft. Und deswegen haben wir gleich angefangen, die Straße abzupumpen. Aber mit einer Tauchpumpe kommen wir nicht weit, leider. In Pewsum war der Handel ebenfalls vom Starkregen betroffen. Hier steht ein Verbrauchermarkt, quasi mehrere Zentimeter Wasser im, man kann fast sagen, im halben Ladenbereich. Sodass wir jetzt hier im Einsatz sind und quasi das Wasser dann wieder aus dem Laden entsprechend mit Wassersaugern dann rausbefördern. Auch die Geschäfte in der unmittelbaren Nähe kämpften gegen die Regenmengen. Mindestens 10 cm unter Wasser. 10 cm unter Wasser. Aber wir sind nog lang niet fertig. We zijn eerst gerade angefangen. Jetzt kommt de Drecksarbeit, kommt alles. Das Wasser wegmachen is niet zo schlimm, maar was alles hier. Riechen Sie, wie das stinkt hier. Freitagnacht musste die Feuerwehr nach Dornumersiel ausrücken. Der Campingplatz war zu großen Teilen überflutet. Insgesamt war die Feuerwehr in Ostfriesland am Freitag rund 250 Mal im Einsatz.